Liebe Freundinnen und Freunde der Kunst, ich darf Ihnen berichten, wir arbeiten intensiv an einem abwechslungsreichen und hoffentlich inspirierenden Programm 2021. Wir stehen bereit, in der Bundeskunsthalle wieder für Sie zu öffnen. Da ist zum Beispiel Hannah Arendt, die große Philosophin und Denkerin. Ich sitze vor einem Dreierporträt von ihr. Sie ist nicht nur ein Vorbild von mir, sondern auch von sehr vielen jungen Leuten heutzutage wieder, denn sie hat immer noch Antworten auf aktuelle Fragen. Und sie ist vor allen Dingen so wunderbar in ihrer Haltung, in ihren politischen Ansichten. Und ich denke, eine große Inspiration und vor allen Dingen eben auch eine Person, die uns eine Direktive gibt. Als nächstes wird Abi Warburg für Sie präsentiert. Abi Warburg hat in Bonn seine Studien 1886 angefangen. Er ist ein großer Kunsthistoriker und Bildwissenschaftler. Er hat den sogenannten Mnemosyne-Atlas hier in der Bundeskunsthalle. Wir präsentieren einen Bilderschatz von ihm, der von Archäologie über die Antike, die italienische Renaissance bis in seine Zeit reicht. Sie werden sehen, ein grandioses Gesamtkunstwerk. Max Klinger, apropos Gesamtkunstwerk, der große Künstler, Bildhauer, Maler, Zeichner, hat das Beethoven-Denkmal erschaffen, eines der großen Meisterwerke der deutschen Kunstgeschichte. Es ist aus dem Museum der Bildenden Künste aus Leipzig zu uns hier nach Bonn gekommen. Wir hätten das noch im Programm bis 5. April und hoffen, dass wir bis dahin längst wieder geöffnet sein werden. Wir haben mit über 50 Museumsdirektorinnen von Deutschland appelliert an die EntscheidungsträgerInnen, an die Politik, bald wieder zu öffnen. Denn Museen sind sichere Orte, so auch die Staatsministerin Monika Grütters. Wir haben gerade in der Bundeskunsthalle hier ein fantastisches Lüftungssystem. Wir können ein gut erprobtes Hygienekonzept vorweisen. Ihr Besuch ist hier sicher. Sobald wir wieder öffnen können, freuen wir uns auf Ihren Besuch. Meines Erachtens sind Museen wichtige Orte der Inspiration, der Kontemplation, der Sinnstiftung. Wir bieten eine wunderbare Alternative zu einem Spaziergang, zu der häuslichen Isolation oder den digitalen Angeboten. Wir freuen uns auf Sie analog. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns. Auf bald, hoffentlich in der Bundeskunsthalle.